Erstellen eines Serienbriefs in Reiter. Dieses Video zeigt, wie ein Serienbrief in Reiter erstellt wird. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Grundlage dieses Videos ist die Übungsaufgabe Aufgabe Serienbrief von Ellen Pape. Die Übungsaufgabe besteht aus drei Dokumenten. Aufgabe Serienbrief, Beispieladressen, Beispielbrief. Diese Dateien können heruntergeladen werden. Für dieses Video wird die Kalk-Datei Beispieladressen als Datenquelle und die Reiter-Datei Beispielbrief benutzt. Wir werden hier in diesem Beispiel einen Serienbrief erstellen. Hierzu öffnen wir Reiter. Wir wählen den Menübefehl Bearbeiten und Datenbank austauschen. In diesem Dialog wird die dem derzeitigen Dokument zugeordnete Datenquelle links und die im System vorhandenen Datenquellen rechts gezeigt. Wenn die Datei Beispieladressen nicht enthalten ist, suchen wir über Durchsuchen die Datei aus. Wir klicken auf das Pluszeichen vor dieser Datei und wählen die Tabelle Beispieladressen aus. Dann klicken wir auf Festlegen. Nun haben wir eine Verbindung zwischen Reiter und dieser Datei erzeugt. Wir benötigen nun einen Brief, den wir zum Serienbrief machen. Dazu öffnen wir den Beispielbrief. Wir öffnen über das Menü Extras den Serienbriefassistenten. Bei erstens Ausgangsdokument wählen wir Aktuelles Dokument verwenden und klicken auf Weiter. Bei zweitens Dokumenttyp wählen wir Brief und klicken auf Weiter. Bei drittens Adressblock einfügen wählen wir über Andere Adressliste auswählen, unsere Beispieladressen aus und klicken auf OK. Unser Schreiben soll einen Adressblock erhalten, hier also ein Häkchen setzen. Mit der Auswahl Mehr haben wir vier Adressformen zur Auswahl, belassen es aber bei der vorgegebenen. Mit der Auswahl Felder zuordnen, müssen wir noch die Adressfelder zuordnen. Wir klicken auf Felder zuordnen. Wir ordnen die Felder zu. Und klicken OK. In unserem Beispiel entsprechen die Zuordnungen der Felder dieser Tabelle. Anrede gleich Anrede, Vorname gleich Vorname, Name gleich Nachname, Adresszeile 1 gleich Straße, PLZ gleich PLZ, Stadt gleich Wohnort, alle anderen gleich, keine. Unten bei viertens sehen wir, ob alle Adressfelder verfügbar sind. Bei viertens Briefanrede erstellen wählen wir, so wie hier gezeigt, aus bzw. tragen ein. Wir klicken auf Weiter. Bei fünftens Layout anpassen legen wir die Position des Adressfeldes fest. Wir übernehmen die Daten. Wir klicken auf Weiter. Bei sechstens die dreifache Anrede wird in Schritt 7 korrigiert. Wir klicken auf Weiter. Hier können wir individuelles Dokument bearbeiten, klicken. Im individuellen Dokument können wir jetzt, falls erforderlich, Korrekturen anbringen. Wir klicken auf Zurück zum Serienbriefassistent und kehren dahin zurück. Wir klicken auf Weiter. Bei achtens Speichern, Drucken, Versenden
gehen wir auf Ausgangsdokument speichern und geben einen Dokumentnamen ein. Und klicken auf Speichern. Wir klicken nun auf Fertigstellen. Ein fertiges Serienbriefdokument ist geöffnet. Wenn erforderlich, können wir jetzt speichern, prüfen, drucken, versenden oder schließen. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter